Ja, die wollen neue Server bringen. Und die wollen auf den Servern, wo es überlastet ist, Charaktererstellungssperre machen. Und die wollen uns vielleicht die Möglichkeit geben, auf leere Server zu wechseln. Mal schauen. Und wir wollen neu bringen, vielleicht uns die Möglichkeit geben zu wechseln. Und ob sie unsere Server erweitern, weiß ich nicht. Ach so, die Quests sind überall verteilt, okay. Also ich krieg hier in der Stadt hier Quests für das ganze Gebiet. Ich kann hier nicht einfach hingehen und sagen, ich queste jetzt hier, ich muss überall hinreisen. Ja gut, okay. Wo ist das hier? Taunusebene. Na gut, ich zeige euch mal, was mit 50 auf euch zukommt, wenn ihr ein paar Dailies oder so machen wollt. Schätze ich mal. Ja, das hört sich gut an. Mal schauen, wie es in der Praxis dann ausschaut. Bin da immer sehr skeptisch mit sowas. Also, machen wir mal. Schauen wir mal. Sind hier noch mehr Dailies hier, ey? Ach, hier ist es mit dem Umhang. Stimmt. Nice. Elite, ne. Untersuche die Schnittwindminen. Kann ich immer machen. Oh, mach mal, passt. Wunderbar. Mach mal die Sachen mal hier. Ist ein bisschen blöd, wenn es mit diesem. Ja, tust du ja wieder her. Mit diesem. Dieser Minimap. Also dann wieder questen, wa? Jo, mal schauen. Also jetzt mache ich ein paar Dailies. Schau mal, was es so gibt. Wann ist denn eigentlich Daily Reset? Habt ihr denn eine Ahnung wegen der Uhrzeit? Dann kann man sagen, hey, dann kann man es nochmal machen. Machen wir ein paar Dailies, bekommen dann Punkte. Also ich schätze mal, es gibt auch ein bisschen Gold. Aber das Hauptziel, was ich verfolge oder welches ich verfolge, ist mein Shadowplay hochzuskillen. Dann bin ich dann ja mal effektiv eine Skillung habe, die dann vielleicht funktioniert und dann kann ich immer schauen, dass ich das Spiel etwas besser verstehe. Noch ein bisschen üben und probieren und lernen. Und dass wir ein bisschen Action haben. So. Gebe ich die auch wieder in der Hauptstadt ab? Sprich, schon, oder? Also der Hauptstadt in der. So, sprich mit. Okay, die eine Delle wird's gemacht, die andere Delle muss ich hier hin. Also das ist die Schnittwindminen. Dann gehen wir mal zu diesen komischen Minen da. Da heißt es, untersuche die Schnittwindminen. Untersuchen wir das mal. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Bin hier gespannt, wa? Was es so gibt in den komischen Minen da. Namenloser Geist, gut. Hier haben wir ja gequestet. Das ist ja eines der ersten Gebiete, oder? Joa. Ersteren Gebiete, genau. Voll das Deutsch. Okay, 20 anscheinend ist hier jemand. Na, gucken wir mal. Ich schreibe mir das mal auf, ob das so überhaupt effektiv ist, was ich hier mache. Sprich, ich habe jetzt 41 und ich bin bei
36.481 von 180.400 und bin bei 20%. Dann schaue ich mal, ob das überhaupt effektiv ist und was es bringt und wie lange ich dann, kann ich vielleicht hochrechnen, wie lange ich dafür brauchen würde, um das auf 50 zu skillen. Um zu sehen, wie spannend es so ist. Das Ganze hier. Mal schauen hier. Okay, das ist eine ähnliche, dachte ich mir schon. Untersuche die Schnittwindminen. Welche sind die denn? Genau, es gibt ja drei oder was? Schnittwindmineneingang. Okay, schauen wir mal. Untersuchen wir die mal. Da war ich doch gestern drin, oder nicht? Ist doch das gleiche. Da wo Keksoße doch geschrien hat, hier. Hier. Klon vom WoW oder so. Also ich hatte aber die Quest anscheinend nicht gestern mehr. Okay. Jetzt kommen die Viecher. Schon hatte ich gestern nicht den Schlag, gell? Untersuche heißt eigentlich. Untersuche heißt schon einfach killen, oder? Oder clearen hier. Gucken wir mal hier. Und wie war dein Tag so, Jack? Du hast mich ja nach meinem gefragt. Der normale Wahnsinn hier. Der normale Wahnsinn. So, jetzt geht's hoch. Ah, ich kann ja hier vielleicht eine von euch mitnehmen oder so. Jemand durch die Minen gezogen werden, kann ja, glaube ich, als Mentor fungieren. Meine war okay, könnte besser sein. Ich denke, morgen wird ein besserer Tag. Ich weiß ja nicht, wie ist das? Muss man nur einen oder kann man mehrere ziehen mit dem Mentor? Kann ich eigentlich hier wieder raus erstmal, oder? Ja. Gehe ich mal raus. Ja. Keks, das ist der Boss. Ach so. Wie ist das mit dem Mentor? Kann man mehrere mitnehmen oder geht nur einer?
Ich habe die Dungeon komplett zurückgesetzt. Wieso? Ach so, nee. Moment, wieso lädt er mich jetzt hier ein hier? Dreiergruppe, okay, dann machen wir halt. Geht das auch, wenn du 32 bist, oder? Wer wollt jetzt mit? Valonia und wäre dabei auch, wenn ich schon 32 bin. Klappt das dann auch mit 32? Yo, Gex, bin erstmal offline. Alles klar, Pufsi, merci fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Und dient dann immer der Höhere als der Mentor, oder? Weil du bist ja auch groß, du bist auch sein, oder? Keine Ahnung, ich verstehe es sowieso nicht mit dem Ganzen. Bei einem verstehe ich es hier. Die always two there are, a master and an apprentice. Aber bei dreien? Hm. Gex ist der Boss. Wer ist der Boss? Wo ist der Boss? Ach du Scheiße. Wo kriegt man diese Mentor-Quest her? Muss man die auch irgendwie annehmen? Gex, bist du sauer wegen Gilde, wenn ich erstmal einen NA spiele, da ein paar Erfahrungen sammle, später auf den anderen? Nö, das passt schon. Ich verstehe, du kannst ja nicht connecten. Das ist ja okay. Wieso sollte ich sauer sein? Nee, das ist ja. Also, ich werde nicht so schnell sauer. Nur aufs Spiel vielleicht, aber doch nicht auf euch oder so. Nee, das passt schon. Guckst heute mal, sammelst ein paar Eindrücke. Und wenn man spielen kann, ist man eh in 3 Tagen 50. Oder 3, 4 Tage. Es ist ja nicht so schlimm, wenn man durchspielen kann. Wenn man Bock hat. Ich gebe es auf für heute, keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden. Jo, ist klar. Warteschlange aus der Hölle. Mal gucken. Oh, the fuck? Was willst du? Spielt hier jemand aus dem Stream? Wir fangen hier vor allem nur bei euch an. Stimmt. Weißt du, wie du herkommst, Valonia? Oder können wir dich. Achso, du bist eh da. Okay. Es gibt. Man kann keinen Portstein. Gibt's keinen. Na gut, das. Wieso frage ich überhaupt? Ich darf das Spiel nicht vergleichen, muss es einfach als eigenes Spiel sehen. Kipps ein Portstein. Gex. Also Gex, wie kann man denn an das Spiel herporten? Die könntest du selbst porten. Also. Wo gibt's denn diese. Kipps ein Portstein. Du kannst doch nicht ehrlich glauben, Gex, dass du andere Spiele herporten kannst. Was sind wir denn hier? Spielgeld Warteschlangen-Simulator auf Kyprosa. Das ist echt ein guter Ansatz, ja. Das Spiel scheint hier sehr beliebt zu sein. Ja, noch.